Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Session von Dragon's Dogma, so Part ist es. 4. Gewünscht. Und hart erarbeitet. Von euch. Genau. Ne? Hat spontan gedichtet. Aufgerufen. Ich hätte ja, glaube ich, Command & Conquer gespielt. Ich auch, ehrlich gesagt. Wir sollten, egal. Wir spielen was unsere Zuschauer. Wir sollten heiraten. Ja, haben wir schon. Ach so. Das ist schon durch, Michael. Das hast du verpasst. Wir spielen Dragon's Dogma, also D&D statt C&C, wobei D&D auch falsch ist, weil D&D ist ja Dungeons and Dragons. Aber das ist so. Mein D&D nein, oder nein, unser D&D. Wir sagen nicht wir sagen die. Da ist keine und drinnen. Okay. Dragon's Dogma, wir haben letztes Mal aufgehört, wir haben einen Drachen gefunden. Ein guter alter Skyrim-Manier hat einen Wald beschützt und sowas. Jetzt müssen wir eine Gruppe finden, die den Drachen besiegen will, mit denen quatschen. Aber bevor wir das tun, müssen wir uns erstmal um unser Gewicht kümmern. Stimmt, wir müssen weil ein bisschen wir nämlich abnehmen. Echt träge geworden sind, haben wir letztes Mal festgestellt. Der Rucksack war voll. Genau. Und wir gehen rein ins Spiel und sind erstmal hier im Menü, machen Spielladen. Und dann geht das hoffentlich direkt los an der Tür. Ist es dieser Lindwurm, wo sie mal alles genau. gesagt haben? Hat der Flügel, ne? Boah, angeblich habe ich mal gehört, dass ein Lindwurm keine Flügel hat, offiziell. Ja gut, ein Wurm hat keine Flügel normalerweise, aber ein Drache, was hier gemeint ist als Lindwurm, glaube ich, hat in der Regel Flügel. Okay. Wobei die chinesischen Drachen kamen, also die können Flügel fliegen ohne Flügel, ja. Genau. So, hier ist Xena, Tangelo, hat sich mittlerweile etabliert, auch mit ihrem Rocky-Orkin da, der sehr Xena-like ist, man kann es leider nicht gut sehen. Hat sich hier etabliert, Michaela ist da, sowohl hier als auch in Real Life. Und der Fonio! Fonio! Herzlich willkommen. So, das ist die Tür, da müssen wir rein. Aha. Und da kriegt er immer noch so ein Häubchen auf sein. Wir müssen uns da ein bisschen kümmern. Fonio sieht aber nicht mehr so energiereich aus. Ja, mal sehen. Betreten. Gucken, was hier passiert. Klapp, klapp. Erstmal gibt es ein bisschen Gequatsche. Die Schattenfeste. Hä, da wollte ich aber nicht hin. Was sagt die Karte? Oh. Die Karte sagt doch hier links, muss ich jetzt noch. Okay. Okay, aber wir müssen unbedingt Gewicht verlieren. Weil, wenn wir hier sehen, Achtung, sehr schwer. Siehst du das da? Die Michaela ist auch 66, schwer. 15, Michaela ist auch schwer, ja. Das ist, weil wir jeden Shit einkaufen. Oder wir können in Sachen transferieren. Halten, eigentlich. Hatten die anderen Vasallen eigentlich auch noch Items? Den ganzen das Quatsch, jetzt alles ja. abduftet? Übergeben? Szene? Weiß ich jetzt auch nicht. Nee, was schenkt man denen die Sachen oder was? Keine Ahnung. Was ist das hier? Suchermedaille. Das ist schwer. So, vorne durchs doch alles schleppen. Der arme Typ, der ist okay, das ist nicht so schwer, das Zeug. Rüstung ist natürlich überschüssige Rüstung wahrscheinlich. Halt. Ja, komm, wir suchen uns Lager, legen wir alles ab und dann passt es schon. Dann sind wir wieder... Oha. Oi, groß. Das ist wirklich eine Feste. Früher fragt man sich schon, wie man das eigentlich baut hat, alles, gell, Chris? Meinst du, gut, Sklavenarbeit natürlich, weil alles früher, die ganzen Mauern und so, die errichtet wurden, ist alles über viel Sklavenarbeitszeichen mal entstanden. Traurig. Da gab es noch keine Tarife. Da ist die Gruppe. Okay, aber scheiße, kann ich hier irgendwas... Ich sehe hier nichts, wo ich jetzt kaufen könnte. Ich will den eigentlich jetzt noch nicht anquatschen. Mache ich auch nicht, wir gucken erstmal. Kann ich einfach ins Schloss gehen? Ja, vielleicht gibt es ja nicht irgendwo Händler, die sind Ritter, das sind natürlich alles Kämpfer hier. Weil die ja gegen den Drachen fighten wollen. Scheiße. Ich glaube, da geht's nicht rein. Sieht so aus. Ja, doppeltürig. Riesig, vermutlich wird es von der Festung aus gesteuert. Okay, super geil. Das heißt hier, dann muss ich das jetzt hier machen mit dem Abgeben an Dings. Das habe ich nicht an, ne? Nee. Zur Ausrüstung. Ach, wegwerfen kann man es auch. Nee, wir können es auch verkaufen, ne? Ach, das ist doch nichts wert. Was ist das hier? Was ist diese Stoffprobe? Können wir auch nicht. Ah, muss gucken, was die Sachen wiegen. 1,18. Die kann ich halt nicht geben, leider. Können sie sich die anderen anziehen? Auch nicht, oder? Nein. Wir brauchen schwere Sachen. Das ist auch 0,1 Gramm hier. Jetzt bin ich zwar nur noch schwer, aber ist trotzdem immer noch zu schwer. Das ist alles so Krimskram zu klein. Das ist trotzdem nicht so. Der hat auch viel schwer. Gift. Viel schwer. Für Gewicht, der kleine Krimskram. Giftbeitel. Ja, man kann schon viel abgeben hier. An Zeug. Steine, Alter. Steine sind natürlich grundsätzlich schon mal schwer. Mal alle weg. So, jetzt kommt jetzt schon auch noch auf leicht. Ja, das müssen wir jetzt kurz machen, bevor es hier weitergeht. In der Zwischenzeit. Hast du genickt? Hebris? Chillt noch ein bisschen. Keine Ahnung. 08, 070, das kann weg. Gib mal der Tango Tussi auch noch was. Damit nicht nur der andere. Tango Tussi, Michaela, das ist unsere Xena. Achso. Bitte. Aber ich möchte sie. Okay. Bisschen respektvoll.
Okay. Was möchtest du? Was möchtest du? Nix. Nix? Was loswerden? Ja. Wolltest du loswerden sagen? Nee, ja. Okay. Ja, ist auch alles nicht so schlimm. Ich möchte die Leute richtig beim Namen benennen. Haben wir letztens auch gesprochen. Aber. Okay, okay. Tangela. Tangelo heißt die, ne? Wir geben nochmal 3 Köpfe. Klingt wieder wie das Pokémon Tangela irgendwie. Gibt's das? Ja, tatsächlich Tangela. Das gibt's schon seit der ersten Generation. Das Spaghetti-Dinge. Hallo Nova, grüß dich. Hallo, guten Abend, Nova. Das ist Xena doch der einfache Name. Herzlich willkommen. So, jetzt sind wir Mittel, das reicht erstmal, glaube ich. Okay. Ich scheine ein großer Xena-Fan zu sein, die Tangolo, oder? So, mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, bitte mehr Respekt für Xena, ja. Siehste? Siehste, siehste. Coco, guten Abend! Hallo, Coco, aber es ist nicht Xena. Aber Xena hat sich gefeiert. Okay, dann quatschst du mit den Leuten, dann geht's vermutlich raus wieder und gegen den Typen kämpfen. Gegen den Typen, gegen den Drachen, meine ich. Genau. Sir Robert ist es. Ihr seid der Erwachte. Er wirkt Sir Maximilian in Form, dass wenn es euch beliebt, dann seid bitte die Speerspitze unserer Truppe. Folgende Taktik haben wir erdacht. Wir wollen vom Haupttor aus zuschlagen, aber Zeit und Mittel reichen nicht, um die Türen zu durchbrechen. Ich bitte euch, durch diesen Tunnel dort zu kriechen und das Tor von innen zu öffnen. Achso, wir sollen da oben rein! Warte mal! Ich weiß nicht, was euch dort drin erwartet. Die Gefahr ist groß, aber ich vertraue darauf, dass ihr es besiegen werdet. Ey, dann machen wir aber Essen draußen. Ich dachte, die gehen jetzt raus. Die wollen, dass ich reingehe dahinter. Wo dahinter dein Tor scheint nochmal ein Drache zu sein. Wo ist dieser Tunnel da, von dem die reden? Ah, hier. Okay. Ah. Nee, dann gehen wir erstmal den normalen Drachen draußen töten. Dann müssen wir es alleine machen wahrscheinlich erstmal. Toll, dass ihr schon live seid. Ich habe es doch geschafft. Also hast du 19:30 geschrieben, oder? Nee, 19 Uhr. Option auf 19:30 Uhr. Okay, okay. Ja, genau. Wir haben noch was zu tun gehabt, deswegen wusste ich nicht, ob 19:30 oder 19 Uhr. Genau. Aber es ist 19 Uhr geworden. So. Gut. Wir sind auf jeden Fall ausgerüstet hier. Dann, ach so, jetzt dachte ich, wir mit der Drachen da draußen, der Drachen ist gemeint. Dann gehen wir jetzt erstmal den versuchen zu machen. Wobei der ja aber auch in die Luft geflogen ist. Das war nicht so ganz einfach. So, wir gucken mal. Wie heißt es hier? Teufels? Gutheim? Habe ich nicht geschaut. Gutheim, ja. Oh, hier mal Wildschweine. Viele Wildschweine. Was gemacht. So, kurz können wir wieder auch springen. Jetzt sind wir ein bisschen agiler, sind wir schon, merke ich schon. Durch das Ablegen der Sachen. Wo war jetzt der Drache? Da unten sind die Golems. Oder Goblins. Oder Kobolde. Bei Kobolden muss ich eigentlich ehrlich gesagt immer an die Secret of Mana Kobolden denken. Oh, die sieht ja süß aus und sieht ja eigentlich eklig aus. Kommen die Jungs, Mädels? Oh, was ist hier los? Grüßt sie mir bitte morgen Foxy für mich. Und vielen Dank für die Glückwünsche. Ja klar, Koko mache ich. Sag ich der guten Foxy bei meinen Eltern. Ja, letztes Mal war sie gar nicht da. Hä? Letztes Mal war sie doch gar nicht da. Da war Foxy auch da. Sie sitzt draußen beim Grillen. Aber sie ist ja gar nicht eure Katze. Ne? Nee, es ist die Nachbarskatze. Oh ja, das ist es ja. Da ist ja was los. Stimmt. Guck mal, wo kommt ihr? Schlagt eure Feinde. Wo kommt das Ding jetzt her? Ich höre euch von irgendeiner Mission irgendwie. Sehr gerne. Ei! Oh, okay. Oh, Chris. Geht schon los. Es geht schon los. Die Äpfel habe ich letztes Mal gesammelt, als der Chris passiert. Komm, steh auf, Boy. Warum kann der aber auch so unendlich viel Feuer spucken? Oh mein Gott, hast du gesehen, wie viel Leben der hat, Chris? Ja. Den kannst du nicht besiegen, oder? Ja, mal sehen. Das werden wir mal sehen. Soll er doch fliegen. Oh ja, du warst richtig viel Schaden. Okay, jetzt bin ich weg. Weg da! Laufen, laufen, laufen. Ja, ich glaube, es ist das nächste hier für mich. Wo sind meine Freunde eigentlich? Ah, Tangela ist da. Oh, Tangela ist fast tot auch. Wie kann ich die eigentlich heilen jetzt? Ja, hat die nicht geheilt? Oh, die anderen sind schon bei Tod. Ich glaube, die sind zu stark für mich. Okay. Jo, okay. Dann haben wir das auch gelernt hier. Okay, kann nicht mehr. Jetzt dauert es wieder ewig. Jo! Könnte schon schief gehen hier. Das Dumme ist, wir haben wieder nicht gespeichert, ne? Ja, ja, ja. Ich muss nochmal Heilung machen. Die fehlt mir natürlich jetzt beim richtigen Kampf auch. Ich glaube, wir suchen uns eine heilende Flucht. Wenn er es schafft, kommt mit. Da ist noch jemand tot, scheiße. Aber die kommen, glaube ich, eh hinterher. Spätestens, wenn du woanders hingehst, oder? Keine Ahnung.
Ja, aber wenn sie tot sind, auch? Das war doch bei der anderen Mission auch so. Du gehst wieder durch die Tür, oder was? Ja, genau. Wo gehst du zur Tür? Scheiße. Schau mal auf die Karte. Er kann aber auch trotzdem nicht mehr. Wow, alle hinüber. Das war natürlich kein guter Start. Ich muss ganz andere Richtung. Also genau die Richtung, die ich gerade gucke, eigentlich. Ah, der hat Bock. Boah, wie er Bock hat. Das ist eine Falle, löst er nicht aus, ne? Könnte er ruhig auch mal machen. So, Fonio. Fonio, los, rette die anderen. Nee, komm lieber mit. Hi, den Chris. Aber da komme ich nicht hoch. Doch, da. Oder? Müsste gehen. Nein. Jetzt machen wir nicht schwach hier. Oh, macht er mich schwach hier. Ah, hier bin ich raus, genau. Das ist ein Käfig-Action hier. Du hast einen Käfig, Kamera? Was ist denn doch hier? Scheiße. Komm, lass ihn nicht hauen. Bastard. Fonio, mach doch das. Deine Vasallenmeister. Oh, die Jungs. Die wollen es richtig wissen. Brennet! Das ist geil, Feuer. Was. Sehr gut, Fonio. Der macht das gut. Das läuft. Ich hoffe, der Ton passt, oder ist er zu laut? Wir gucken hier. Was hat er gesagt? Ah, er liegt. Er zaubert halt immer die Sprüche. Achso, stimmt. Schön alle in den Rücken rein. Ja. Auch weil ich in den Rücken kann für das Schwert in Zukunft. Aua, ich möchte nicht, dass mein Rücken in das Schwert reinsticht. Ein bisschen weh. So, was haben wir jetzt hier? Was verstecken wir hier? Oh, fuck it. Das war schön gut. Nicht schlecht. Nein. Also ich hätte jetzt fest gedacht, dass sie den Drachen eigentlich erledigen können, ey. Mach lieber als den anderen, oder? Jetzt sammle ich natürlich wieder Shit ein. Das stimmt. Ah ja, heilen. Drum wird einfach schwerer. Immer noch Mittel. Passt doch, oder? Luftdichte Flasche. Ich hoffe echt, dass es aber nicht dann verloren geht, ey. Ich glaube, es geht spätestens verloren, weil du die Vasallen einfach rauswirfst, glaube ich, aus deinem Team. Bevor du gehst, musst du halt alles hier einsammeln. So, warte kurz. Rechts, links, hier lang. Angeblich. Komm an da hoch? Ja. Aber, hä? Nee, warte mal, in die Richtung. Hallo, Edmund, grüß dich. Hallo, Edmund. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir den Drachen gar nicht töten können. Den wir letztes Mal gesehen haben. Wir gehen aber jetzt in diese, zu der Gruppe da. Auftrag gescheitert, das will ich aber auch nicht. Dann klick nochmal. Ah, aber von wo? Beenden ohne zu speichern. Da wo du halt einfach von vorne anfangen hast, mal, oder? Nicht, dass ich jetzt wieder einen Fehler mache oder so einen Fehler mache wie letztes Mal. Hallo Skicks, grüß dich. Hallo Skicks, guten Abend, herzlich willkommen. Wir hoffen, euch geht's gut. Und ihr habt einen schönen Donnerstag gehabt. Genau. Die Sonne scheint bei uns wieder. Die nächsten Ach, das ist mit, das drei Tage soll es so schön warm, finde, also zuschauen. Präsentierst du es so als positiv, aber ich finde es. Hier ist schon schön mit der Sonne. Nee, ist auch wieder viel zu warm. Es ist wieder viel zu warm heute. Gut, 25 Grad könnten wir auch ausreichen, aber. So, ich lade das ganz normale Spiel, ne? Na, meinst du, bin ich wieder. Dann müssen wir erstmal die ganze Sache Action wieder machen. Soll ich das für dich machen? Ach, Michi, das war auch nicht gut, keine gute Idee. Also, wurde schon die Mission gescheitert machen, ne? Ah, wir sind hier. Okay, dann schau mal dein Gewicht erledigt. An. Ja, dann okay, ist sehr gut. Cool. Quatsch mal nochmal mit dem. Sehr Robert. Okay, also, wir sind hier. Das ist das Tor gewesen da unten. Da sind wir reingekommen quasi. Mhm. Da vorne. Und wir sollen aber jetzt nach da hingehen. Und den Lindwurm töten. Was mit ihm eigentlich? Was ist er denn so? Wir können nur beten, dass die Männer drinnen noch am Leben sind. Oh. Okay, und da, ich soll da jetzt reingehen. Ich soll vorgehen. Und quasi durch dieses Loch hier. Das Tor öffnen. Und so hinter das Tor kriechen. Mein Controller ist kaputt und muss auf einem neuen warten. Oh je, Edmina. Oh, das ist aber schlecht. Echt? Oh immer Ersatzcontroller haben. Das ist Christi Wiese. So. Batman. Batmans Kumpan.
treffen die anderen. Ignoriere ich halt auch mal, aber es bringt ja nichts. Bei dir schon weh, ja. So. Schau die Kriegerprinzessin. So. Ja, hier ist Sackgasse. Ah, hier geht's. Wir alle letztes Mal diese Tangolo haben wollten, das war so lustig irgendwie. Und wir haben die gar nicht gemerkt. Goblins, oder? Baut mir nicht zu stark zuliebe zu den Vasallen, aus denen wir später rausschmeißen. Das ist die Schreibungskurs. Wir rausschmeißen. Vielleicht entscheide ich ja, dass die für immer bleiben, egal wie schwach sie sind. Nein. Das ist ja das, wenn die zu schwach sind, dann nervt es halt einfach. Aber es ist cool, wenn du dir selber so, weißt du, drei Vasallen basteln kannst. Alles mitnehmen, was hier ist. An und dann Fischchen. Kannst du sie im Mittellevel einfach immer, irgendwie als seine richtigen Freunde so. Wunderbärchen. Ja, das mit dem Controller ist natürlich bitter, sowas kennt man. Das stimmt. Du darfst halt auch nicht rumwerfen, Edmund, ne? Eisernes Klingenbrett habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Neu. Verhängnis. Verhängnis? Warum kann ich jetzt nicht sehen, was für Werte die hat? Ich stehe auch nicht. Anordnen, bestätigen, schließen. Kannst du eigentlich beim Händler machen oder gucken, ne? Nee, ich kann schon hier in Ausrüstung gehen. Ach so, okay. Aber dann muss ich halt hier hingehen. Okay, das ist ja komisch. Aber hat doch gar keine Werte, irgendwie kann das sein. Oder? Hey, guck mal, die Werte ändern sich gar nicht. Geht es doch bloß beim Händler. Na je. Komisches Ding leider. Solche Entscheidungen zu treffen. Richtig. Was ist denn die Tür? Kann man da mal rupfen? Ist hinter der Mauer jetzt, Michael. Ach, ging das so schnell, krass. Ja, das waren ja nicht weit weg von der Mauer, wo das Loch ist. Stimmt. Ui, Alter! Hui! Hui, der liegt gleich am Boden, ne? Diese Goblins sind echt stark. Man merkt, dass wir im anderen Gebiet sind. Hallo, zurück. Oh. Ich die abgebe. Genau. So easy. Also langsam ist sie von hier Treppe hochgekommen. Ja. Aber gehen wir einen anderen Weg auch noch hin, oder? Ja. Die Augen abhalten, dann bin ich irgendwann schön nicht sehen. Wie zeige ich eine Schatztruhe oder zeige ich einen Hebel? Bei dem neuen Zellerspiel, wo ich spiele, Chris, da sieht man manchmal in der Wand so schlecht die Bomben-Dinger. Also muss ich echt genau hingucken. Bin schon ein paar Mal was vorbeiklopfen, dann bin ich wieder zurückgekommen und dachte, upsi. Okay. Aber die Männer leben den noch? Aha, guck mal hier. Ist das Geld? Ah ne, zum Heilen, oder? Was geschieht hier? What? Was war das? Die schießen auf uns. Da vorne, schau mal. Ah, Schütze. Alter, krass, okay, krass. Ei, ei, ei. Okay, jetzt schicke ich das erst. Schnell weg. Hopp. Sehr gut. Edmund sagt, ja, die Ui haben die umständlich gemacht, aber im Ausrüstungsbild kannst du mit X die Details sehen. Mhm. Aber halt immer die Vergleiche, die ich halt gerne. Der ist ja cool. Was jetzt? Los? Bin ich fast tot? Okay. Ach so. Ich sehe noch hier. Guck mal, wie Xena abgeht. Sehr gut. Ich ist ja auch so eine Kriegerin wie du. Die Kriegerprinzessin. So, auch drüben ist eine Tote wieder. Wo kommst du her? Und jeder klettert irgendwo hoch, bist runtergefallen. Scheint so. Scheiße. Kurz vergessen, wie man springt. Echt geil. Funio, komm. Kann der wahrscheinlich nicht so. Zieh der Hose hoch und dann spring mal rüber. Guck
Komm rüber. Michaela, ich muss dir mal kurz übergeben, leider. Guckst du dich immer ein bisschen um noch, ne? Soll ich irgendwie weitergehen? Mal kurz wohin. Was? Soll ich weitergehen? Ja, ja, mach ruhig mal. Aber was ist, speicher jetzt mal bitte kurz. Einmal kurz speichern hier, genau. Speichern und weiterspielen. Und dann bin ich gleich wieder da. Sorry. Weißt du gar nicht, wie die Steuerung geht? Hilfe. Ach so, ah, okay. Ja, ich bin gerade so checkt, wie es geht. Mach das jetzt mal kaputt. Die schießen schon wieder wie verrückt auf uns. Wir sammeln halt mal ein B, okay. Zu freuen, dass es da dran steht. Was ist los mit meinem Freund? Aber wir haben auch Geschütztürme. Benutzen, geil. Scheiße, upsi. Afonio macht das jetzt, okay. Aber nicht sterben. Rennt mal. Ist es sinnvoll, wenn er das betreibt die ganze Zeit? Dann kannst du die Steuerung anzeigen lassen. Okay, was habe ich, was der Chris mag, oder? Alter, jetzt fliegt der auch noch weg. Oh, das ist kaputt. Shit, okay. Hier geht's nicht runter, okay. Das heißt, wir gehen mal die Treppe runter, oder? Alter, was sind Explosionen? Habt ihr das gesehen? Krass. B. B, ach, B ist hier der leitende Knopf, glaube ich. Ich wollte immer gerne X klicken. Okay, ich werde raus und schlagen. Gibt's hier noch schöne Items, oder nicht? Oh, irgendeiner von unserem... Ich glaube, Funio ist schon wieder tot, oder? Holen wir ihn schneller. Kletter, 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 kletter. Ihr könnt unten bleiben, Helix. Genau. Mensch. Komm, Funio. Let's go. Oh, wir warten uns ab. Okay, nicht runter. Komm. Sollst du dich teilen? Sollst du runterkommen? Oh. Hier lang, hierher. Früh ist der Front. Was? Jetzt sind wir genau hinter dem Turm. Und da waren wir, glaube ich, schon drin, oder? Ja, genau, da waren wir vorne drin, okay. Oh, vorne ist schwer. Rute hält ja gar nichts aus. Runterrutschen. Okay, danke, Admin. Hier vielleicht. Komm von hier, auf geht's. Wir laufen zickzack. Zick. Zack. Achso, das kann er wieder nicht vergessen. Ich fand die Schwerte. Nee. Oh mein Gott, Leute. Das ist ja ein riesengroßer Golem. Oh, ich glaube, der Michi stirbt gleich. Uns aber heilen vielleicht. Mit. Hier. Okay. Hab's. Heilung. Was gibt's denn zum Heilen? Schönes Äpfel, oder? Warte mal, bloß geringe Gesundheit. Okay. Das ist auch noch mehr. Shit. Ich glaube, erstmal das Kleinvieh kaputt, oder?
brauche nochmal Energie, glaube ich. Das wird's. Dann versuche ich Funio zu retten. Dann stelle ich wieder draufgegangen. Ich bin gleich auch draufgegangen. Sind wir kurz da hochklettern, was da ist? Richtige Kristalls. Ich beherrsche nicht immer die Steuerung. Oh, oh, weißt du, so könnte sich das so cool dann streuen irgendwie. Wir müssen versuchen, die irgendwie auseinanderzukriegen, die großen Trolls da. Shit. Fliege ich dir gegen. Hallo! Grüß dich, Alex. Und Coco, willkommen zurück, Coco. Der Chris ist auch gerade unterwegs, der kommt aber auch gleich wieder. Der wurde von Treus entführt. Oh, jetzt hat er mich auch noch erwischt. Und ich bin gar nicht okay. Wir müssen irgendwie die Geschütze aus. Wie trägt er was? Chris, es sind gleich zwei Trolle auftaucht. Mhm. Sind die beide bekämpft oder eher? Keine Ahnung, ich stirb schon wieder gleich. Kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, da müssen eher die Kollegen helfen bei dem Kampf, okay, oder? Okay, vielleicht. Ja, kann auch sein. Ne? Ich muss Tor aufmachen. Das ist das Ziel, Michael. Dass sie da rein können. Das große Tor halt, ne? Boah! Guten Abend, Alex. Hallo. Wo ist Chris? Der wurde im Grund entführt. Nein, nein, nein. Soll ich übernehmen wieder? Wenn du willst. Ich habe die Steuerung nicht so richtig geschnallt. Ich bin aber nicht gestorben. Oh, ich war glaub dumm. Hätte ich hochklettern können. Oh, echt? Oh, hier ist es noch. Ist das das Loch? Welches Loch ist das? Weiß ich nicht. Auf deine Freunde, also sind wieder tot alle, oder? Sind die tot? Ein Gelber ist noch da. Okay, warst du da drin? Nee. Die Grenzkavellen. Fonio lebt noch. Die anderen beiden sind nicht da, Michaela. Hoi. Ja, schon waren die aber da. Hm. So willst du deiner These, dass die mitkommen? Ja, schon waren nämlich schon. Sind die überhaupt noch da? Oh oh. Oh oh, die sind jetzt weg. Jetzt aber auch Frieden hier. Was ist das für eine Spielmechanik? Also irgendwie macht ärgert mich das Spiel heute. Ich verstehe es auch nicht ganz. Warum ist die so hier? Von innen verschlossen. Wie kamst du hier überhaupt her, Michaela? Ich bin einfach bloß herunterklettert, Dana. Aha. Wo runtergeklettert? So eine Leiter bin ich runterklettert. Mhm. Da ist ein Boss. Welcher ist gemeint? Die Golems da. Ja, aber so macht es ja keinen Sinn. Den muss man gleich nochmal laden oder was? Ja, das scheint so. Shit. Das ist ja voll blöd jetzt irgendwie gewesen, ne? Sie einfach so aufgeben. Oh ja, gibt es immer Pech gehabt. Das gefällt uns nicht. Na, 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 na. Ey, jetzt verarsch mich doch mal nicht. Was soll denn das? Bin ich jetzt wieder hier? Das wollte ich auch nicht haben hier. Hä? Ey, ich verstehe das Spiel nicht. Jetzt bin ich wieder hier in dem Scheiß. Aber es fehlt ja voll viel, oder? Es macht mich nervös, diese Scheiße. Beenden ohne zu speichern. Ja. Man darf irgendwie nicht vom letzten Kontrollpunkt lang oder Stunden her. Ich mag das nicht an dem Spiel. Das mag ich wirklich nicht.
Diese unsichere Speicherthematik, das ist extrem unangenehm. Richtig. Und dann eben auch mit diesen Partnern, Vasallen, dann sind sie doch weg, auch die selbstgemachten oder was? Können sie doch endgültig sterben oder wie? Jetzt lad nicht an dem scheiß Ding da, wo wir gerade waren. Toll, jetzt hat er hier gespeichert. Tja. Oh shit. Genau, die beiden wichtigsten sind weg. Das ist jetzt ärgerlich, Michaela, ne? Aber wir haben noch gar nicht gespeichert. Noch ohne Speicher. Ich raff das auch nicht. Wieso kann man speichern? Nicht, wieso ist mein Speicherstand nirgends zu sehen? Da bist du runter, oder? Nö, von da vorne. Ganz nach vorne. Ah, toll, jetzt von mir auch durch. Toll, jetzt bin ich hier. Gefahren. Ja, was machen wir jetzt? Das ist halt jetzt scheiße. Aber ist nichts zu machen. Vielleicht muss ich wieder in so einen Dingstein gehen oder was. Hier, meinst du, oder was? Nö, auch nicht brennt. Wo denn? Himmel, Herrgott. Links, rechts, rechts, rechts. Ist links da vorbei? Da ist so eine Leiter, bin ich runter. Oder hat da oben doch die Tür kann man machen, ne? Ich wollte halt gerne wissen, wo du hergekommen bist, Michaela. Von da oben. Also, dann lass es doch da. Und biet nicht noch tausend andere Wege an. Hallo Xena, grüß dich. Hallo. Große Depression hier. Ja, mich jetzt hier bin ich doch wieder hier unten. Genau, das wird es auch gewesen da. Wir haben Michi und Tangolo verloren. Der Chris versucht sie zu retten, indem er zu den Steinen zurückgeht. Nee, eigentlich nicht. Ach so, dann. Ich bin einfach erstmal zurück. Wo war der letzte Stein? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Das sind jetzt vielleicht noch Fiono wahrscheinlich. Ja, genau. Ey, es ist leider große Kritik an dem Spiel hier. Das ist echt dumm gemacht und scheiße. Mit dieser Speichermechanik. Gefällt mir auch nicht. Dass der automatisch speichert und das überschreibt dann automatisch auch unseren Punkt, den wir selbst erstellt haben. Oder was? Ja, wie weit wollen die noch folgen, hier die Arschlöcher? Es ist einfach dumm. Alter. Das ist ja richtig hartnäckige Fledermäuse. Bei mir baut sich Frust auf, Freunde. Weil das ist natürlich scheiße jetzt. Ja, jetzt ist keiner mehr da. Genau das ist jetzt ist keiner mehr da. Auch passiert alles überschritten. Aber jetzt sind die nicht mehr da. Ja, genau. Wo kriege ich jetzt Vasallen her plötzlich so? Auf die Schnelle. Wahrscheinlich hat er das jetzt gespeichert, seitdem ich durch die Tür bin. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der letzte So-Speicherpunkt. Ja, warum ist es vorher? Ist es nicht so schlimm? Du musst dir neu holen aus dem Stein. Ja, super. Und die alten sind weg, Xena? Oh, wie mach mal selbst gemacht, die Michaela ist auch weg. Xena, Michi und Tangolo, nicht Tangolo, Fangolo, wie heißen die jetzt? Weg? Ist Michaela auch weg, oder was? Hab ich einen Portalstein? Wo wäre der? Werkzeuge? Das hier. Reisestein habe ich. Zum Reisen, aha. Ja, den habe ich, aber einmal nur. Kann ich den immer benutzen oder geht der? Und kann ich auch wieder hier zurückreisen dann oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ich habe bloß die beiden Dinger hier. Der muss jetzt den ganzen Weg normal laufen. Dann die kommen wieder, wenn du im Riftstein bist. Es gibt immer einen, der immer geht. Ein Stein, oder? Okay, ja, eins nach dem anderen. Der nicht. Das ist der nicht. Okay, Reisestein. Gut. Aber ich muss ja reisen irgendwie, damit ich zu diesem Riftstein komme. Weil die Riftsteine sind ja nur hier in den Orten. Bisher. Haben wir nicht mal einen bei der Brücke gefunden, Chris? Aber wenn ich diesen Ritt, dann muss ich den ganzen Scheißweg nochmal laufen, oder was? Wenn ich die jetzt aus dem Riftstein hole nochmal. Also deine Vasallen sind tot. Bei mir war der weg. Aber Edmund meint, wenn ich am Riftstein kriege ich die wieder. Oder neue halt. Oder meint Edmund neue. Nein, die kommen wieder, wenn du. Die kommen wieder, schreibt.
Admin darf. Wenn du im Riftstein bist. Ja, neu. Oh mein Gott, ich hab keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zu laufen dann, ey. Dann muss man halt vom letzten Speier schauen, dann sind sie vielleicht da wieder da, oder Chris? Hab ich doch gemacht, letzter Speierstand, da war ich in der Brücke, Michaela. Ja, genau. Nein, so weit... Also so weit zurück gehe ich ganz bestimmt nicht. Achso, okay. Also Michaela, das ist zu viel. Das sind ja mehr als 5 Stunden. Ach Gottes Willen, okay. Ich raff das nicht, ich mag es auch nicht. Was soll denn das? Jetzt raff ich gar nicht, was ich machen soll. Ich habe keinen Bock, den ganzen Scheißweg hier nochmal zu laufen. Guck mal, der ganze Weg, wo ist der letzte Riftstein? Wo ist denn... Kann man nicht auch mal anzeigen lassen, wo die scheiß Riftsteine sind? Nee. Genau, ein... Ganz ruhig bleiben. Okay. Erstmal lesen, dann... Kann ich mir agieren. Alles lesen. Wer ist er jetzt? Das ist dieser, der uns hier aufgegeben hat. Da. Ja, warum... Ich versuche einfach mal das Tor aufzumachen, dann kommen die halt... Ich scheiße jetzt mal auf die Wasser an. Das ist das, was mich nervt an der anderen. Ich will lieber als Singleplayer sowieso spielen. Ey. Hab ich mal einfach angesagt, das ist ein Dreck. Dass man sich immer um die kümmern muss, um die Sorgen machen muss, aber dass es uns ohne Net geht, ist auch scheiße. Mach jetzt einen auf Dark Souls halt. Jetzt muss ich mir das Tor aufmachen, dann kommen die doch rüber hier eigentlich. Genau. Sauber gelootet haben sie eh auch nicht. Nur die waren faul irgendwie. Da waren die alten fleißiger von dir, Chris. Wir gehen hoch. Aber es hält mich auch keiner mehr. Das stimmt. So ein Scheißdreck. Muss eigentlich gar nicht ruhig unten durch die Tür gehen. Warum hätte ich das machen können, Michaela? Nein, ich will das Tor aufkriegen. Das macht man für gewöhnlich auf der Mauer irgendwie. Da. Jemand hat einen Hebel entfernt, so ist die Vorrichtung nutzlos. Also, muss ich einen Hebel finden. Jetzt sag ich bloß, dass einer von den großen Viechern den Hebel hat. Ziegel. Dann vielleicht auf der anderen Seite einfach. Aha. Ah, das Ding ist wieder da. So nämlich. Das haben sie vorne im kaputt gemacht. Kann ich irgendwas treffen überhaupt? Ja, voll, jetzt geht ich ja wieder weg. Okay, war der Schuss. Ah! Trotzdem, jetzt weiß ich nicht, wo ich mich schießen soll. Ich sehe auch nichts. Ich sehe so, dass ich irgendwas sehen will. Kann ich die Dinger unten. Ich sehe halt nichts. Das ist einfach Müll. Seht ihr diese Dunkelheit? Das Ding kann auch kaputt gehen. Das ist einfach Müll. Oh, ich bin gerade richtig schlecht in dieses scheiß Ding rein hier. Nervt mich gerade richtig wieder. Warum passieren plötzlich solche Dinge? Das letzte Mal war was ganz anderes. Wo ist der Hebel? Kein Hebel da. Der wird schon unten sein, aber ich muss erstmal die Gegner da platt machen halt. Ist das Ding jetzt kaputt eigentlich? Das ist schon ganz gut. Was sind denn die scheiß Golems? Ich sehe halt nichts, wo ich hinschießen könnte. Jetzt ist es kaputt. Kaputt, genau. Geh ich jetzt mal rüber jetzt. Schön in den Tunnel rein, ne? Kann ich da nicht hoch da vorne? Dass ich die Geschütze erstmal außer Kraft setze. Da geht's nirgends hoch, ne? Aber auch nichts gesehen. Da ist nochmal ein Tunnel. Oder geht's da hoch? Wo denn? Nee, okay, nein. Ja, von innen verschlossen. Hallo, Willowchen, grüß dich. Hallo. Läuft nicht sehr gut hier. Ja, nur Vasallen kannst du auch vergessen, ey. Das ist ein Dreck mit den Vasallen, wirklich. Und die dachte tatsächlich doch so krass schnell verlieren kann. Hätte ich auch nicht gedacht. Und dass die ganzen, dann, wo ist der nächste Riftstein? Der wird nicht angezeigt auf der Karte. Also. Ja.
Scheiße, da wollte ich gar nicht rein. Dann gehe ich doch mal hier entlang, dann komme ich doch auf der anderen Seite wieder hoch. Wahrscheinlich, ja. Xefak, welche Stufe bist du denn, damit ich weiß ungefähr, wie weit du bist? 18. Aber liegt ja auch daran, ob, wie man grindet halt, ne? Kann man ja auch. Stimmt. It's a hero, man! Riffscheiße in Festungen und Städten. Ja, aber hier nichts in der Nähe von Anziehen. Toll. Dass ich da klarkommen. Ajo! Manchmal auch vor Höhlen, sie leuchten rot oder blau. Nein, das ist hier nirgendwo einer. Michi sagt, Chris, im Reiselager gibt es ein Riftstein. Ja, ich weiß, wo die Riftsteine sind, aber es bringt ja nichts, den ganzen Weg wieder herlaufen zu müssen dann. Ich kann dann nicht hierher zurückreisen. Im Reiselager warst du doch. Das war doch ganz wo war denn da ein Riftstein? Hab keinen gesehen. Ich glaube, beim letzten Mal bei diesem Zeltchen-Ding, wo du warst, Chris. Ach, da. Jetzt bin ich hier und gucken. Ich lass mal hier gucken, weit ich komme. Das heißt, ich möchte später auch sagen, was mich am Spiel stört, aber ist, wenn der Frust gelegt hat. Ja, zu viel Frust auf einmal ist auch scheiße. Dann fällt meine Schwere in die Frustspirale. Aufstieg, yeah. Aufstieg? Das heißt, ich habe Energie gekriegt schon mal. Shit. Was willst du denn? Oh Mann! Ich habe ihn doch leichter gemacht, den Bastard. Oh, erstens klingt das. Ich nehme halt immer wieder Scheiße auf, jetzt bin ich schon wieder schwer. Weiter geht's schon, Velokino, wir haben alle unsere Vasallen verloren. Die sind dann einfach weitergegangen, da waren sie plötzlich alle weg. Beim letzten Mal, als wir sowas gemacht haben, waren sie alle da. Und jetzt steht der Chris halt ohne Vasallen da. Ist ein bisschen blöd irgendwie. Was ist hier los? Kann jetzt mal von schwer wieder runterkommen hier? Und wenn der Chris Neuschau macht, dann ist leider der Speicher. Diese Speicherfunktion ist einfach behindert. So leid es mir tut. Jetzt habe ich nur Scheiß wieder aufgenommen. Pfeifen hier rum mit den Hörnern. Fuck. Ausdauer. Thank you.
Immer noch nicht. Jetzt geht's wieder, okay. Ah, ich denke, Xena. Sind jetzt alle tot? Wo ist denn dieser kackwunderliche Wein? Der ist nicht mal hier. Hä? Das mag ich alles irgendwie nicht. Also heute ist wirklich ganz schlecht. Wir hätten doch Commander Conquer spielen ja. Irgendwie. Kein Wort, nichts mehr. Ist heute der Lindwurm drin. Krass, okay. Aber Xena, wie kann deine Hauptvasallin Michi stärker sein als du? Weil wenn du stirbst, ist aber das Spiel vorbei, oder? Schon wieder schwer. Oh Mann, ey. Levelpunkte gegeben hab. Oh, was sind Levelpunkte? Klingt gut. Apfel. Gammeliger Apfel. Bäh. Könnt ihr selber haben. Ja, ein Schützenmangel ist hier nicht. Guck mal, Alter. Alter. Auch die Rüstung. Oh, ich glaube, ich hätte sie bei mir selber kriegen sehen, aber hast du ja gesehen, die Chris Michi ist jetzt auch einfach weg. Geil. Fremdländisches Messer, keine Ahnung, das ist jetzt. Augen klar. Klingt wie Augentropfen irgendwie. Ich werde immer schwerer. Oh oh. Das nervt einfach auch langsam mit dem Gewicht, das ist schon. Oh, ich weiß nicht. Wo gab es jetzt so ein Gewichtproblem auch bei welchem Spiel? Skyrim. Ah, Skyrim, stimmt. Fallout. Stimmt voll. Was ist mit Zelda? Nee, oder? Das war Zelda Probleme bei Breath of the Wild? Nee, oder? Karte. Der gammelige Apfel ist eigentlich gut, schreibt Edmund. Oh, toll! Also ist der Ausgang zurück wieder, will ich nicht. Ups. Das gammelige Miststück mal finden, oder? Das gute gammelige Gemüse liegen lassen. Jam, 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 jam. Strecken Stock mal doch nicht so cool, wie wir dachten. Es hat halt die Schwächen im Menü und im Speichersystem, Mensch. Stimmt. Da ist der gammelige Apfel. Also die schwarzen Stellen rausschneiden, dann kann man es essen. Ich bin schon wieder da. Das ist bloß eine blöde Höhle, oder wie? Krass, ich glaube, wir müssen... Wisst ihr auch... Ich hab nicht... Ja. Was? Ja, aber nur wenn ich... Ich spiele ja offline eigentlich. Ich spiele ja gar nicht online normalerweise. Jetzt bin ich schon wieder an einem Scheißende. Wieso bin ich schon wieder hier? Da hinten gibt's noch was, Chris. Ich bin schon wieder am Anfang hier. Oh, krass, okay. Nee, warte, nicht hier lang. Jetzt rechts hier rein. Ich seh's doch auf der Karte weiter. Links. Okay. Oh, da kommen schon wieder Freunde. Juhu. Keine Ausdauer. Was hat er gesagt? Who let the dogs out? Ja, hab ich auch gehört. Was soll das? Let the dogs out? Was für Dogs hatten? Der haben den Tee. Was für Verrückte. Weißt du, dass das ein Lied ist, Michaela? Ja, ich weiß das schon, ja. Okay. Bloody human! Für der Wurmsaft. Ja.
schöner Rücken. Sobald du jemand aussuchst, ist die Begleitung von einem anderen Spieler zur Verfügung gestellt. Er kann dann als Bot an deiner Seite. Aber du nicht mein Sips gemacht. Und ist von jemandem erstellt worden, die mir auch gehört. Aber wenn ich offline spiele, kann es doch gar nicht sein. Stimmt. Das verstehe ich nicht. Die Möglichkeit besteht, wenn man online spielt von mir aus, ja, aber ich spiele doch, soweit ich weiß, offline. Wo kann ich das nachgucken? Auch nirgends. Ist da noch einer jetzt? Sobald du ihm dann zurück umkleidest, gehen die kleinen Stücke an den Besitzer. Oh, mich. Und alles, was du ihm gibst, bekommst du auch im der Besitzer. Ja, krass. Okay. Das scheint etwas zu sein. Da kommen wir jetzt nicht durch. Oh nein. Ich könnte doch eigentlich locker durch so ein Gitter klettern, der Mann, oder? Was soll der ganze Scheiß hier unten? Da ist auf die andere Seite. Noch. Wahrscheinlich bloß so Item jagen oder so. Das hat jetzt gar nichts gebracht hier unten, die ganze Scheiße. Nur für Gold und Schätzchen und so ein Zeug. Es gibt nur ein Loch auf der anderen Seite, habe ich gesehen. Ne? Michaela, das führt doch nur unter den Dings durch. Du bist unten durch, dachte ich. Der Speichervorgang ist beendet. So, jetzt wird gespeichert einfach so. Aber wenn ich mal speichere, wird es überschrieben. Endlich ist mal Tag wieder. Endlich mal Tag. Das ist auch so ein Scheiß mit der Nacht, ey. Die Nacht nervt. Vielleicht musst du da reinspringen. Ganz ruhig bleiben. Habe ich auch geschrieben, dass er weiter ist. Der schleicht hier rum. Es klettert er hoch. Och Gott. Wie so ein Fisch. Ja. Es ist leider müllig. Schnell. Voll zu schlecht, der Blödmann. Da war ich ja auch schon. Das war. Nee, das ist ja ein anderes Ziel, oder? Der Unterstand. Was ist denn hier los? Wegen Tränke. Die brauchen einen Hebel. Federcape. Soll das vorne das sein? Ich sehe ja nicht vorbei, gerade ist. Warum sie Tür zu? Das ist ja unangenehm. Das stimmt. Sein Kopf schreckt weg. Ziel, Christa, was soll das sein? Leider auf jeden Fall schöne.
dass die Sachen auch nirgends zu finden sind. Ich sammle die Scheiße ein, um es nicht zu finden. Nein, ich muss den scheiß Hebel finden, damit ich das Tor aufmachen kann. Das war das Ziel, ich soll das Tor aufmachen. Das war doch von vornherein klar. Da war gerade der Schattenhebel, oder? Schattenfeste ja, Hebel, also. Gefunden. Sag ich doch. Waffe. Jetzt muss ich da wieder am Turm hoch und dann kann ich das Tor aufmachen, dann kommen die rein. Fertig aus. Genau. Das ist ja völlig klar. Das nimmt das mit dem Vasallen regt einfach furchtbar auf. Und im Dreck. Das stimmt. Ist ja so geschissen langsam. Ah, toll. Warte, wie ich scheiße, jetzt habe ich vor Orientierung verloren. Muss ich die Leiter gehen? Ich muss doch hoch zum Hebel, Michaela. Achso, dann die Tür rein. Ja, okay. Geht auch. Ja, die werden aufstellen, die Boys, wenn die sich da zeigen. Egal. Alter! Oh ja, jetzt kriegt er einen Pfeil in den Arsch. Komm jetzt. Schnee! Es ist der Tipp, kann ich, es ist das Gewicht einfach. Ich bin sehr schwer einfach wieder ja, mal. So wie Sachen, warum? Ich will Shit einsammeln. Ja, aber ich kann doch nicht bestimmen, wenn ich da zugreife, dann nimmt er irgendwas auf, immer jedes Mal. Ist mir schon klar, dass das an dem scheiß Ding liegt. Oder gibt es da irgendwelchen Bonusrüstung oder irgendwas, was ich machen kann? Wahrscheinlich leveln oder irgendwas. Dass ich mehr Gewicht tragen kann, aber will ja nicht. Da ist es so. Jawohl, auf geht's. Verjagt die Kobolde. Alter, das ist schon Alter, beschossen. Was ist das für ein Scheiß jetzt schon wieder hier? Bastard. Da vermisst man irgendwie den Heimann, der wäre ganz gut. Das ist, ohne Vasallen ist es halt schon schwerer, natürlich. Ach, dummer Müll, wenn die Vasallen so schnell weg können. Die Geschütze da auch immer bearbeitet. Oh, hätte ich nochmal hoch zum Schutz sollen? Ich gehe vielleicht hoch zum Schutz. Bist hier? Er kann aber nicht mehr. Schrei links hoch, links ganz hoch. Ganz ruhig bleiben, ich weiß nicht, wo ist. Das ist gut, die Großen locke ich jetzt einfach mal her. Oh, Hilfe. Voll Elan, so hui. Treff ich den dann? Der kann auf jeden Fall schneller schießen. Nach links, oder? Verstehst du nicht. So nach links? Ist doch da drin. Er schießt nicht. Komm, rechts kommt er, links kommt er. Ah ja, super. Ich seh nix. Ich habe Energie von ihm aber gesehen. Ist der weg? Der ist glaub schon weg. Ja, warum sehe ich jetzt nichts mehr? Sinkt er ab, je nachdem? Da ist was explodiert, oder? Ja, genau, schau kaputt. Okay, cool. Egal. Jetzt kann ich auf die großen Bohlen ziehen, oder? Auf jeden Fall. Ne, ach, der lebt noch. Der frisst einen. Oh, Michi! Wieso lebt er jetzt noch? Ich seh den gar nicht. Drecksrauch, ey. Jetzt endlich mal rein. Da ist
Hat er vorne genau auch eins weggeschossen? Das kann ich auch die. Ich kann die. Man sieht auch keine Energie oder irgendwas. Ist mal kaputt? Nee, aber ich sehe da Bewegung. Der bewegt sich irgendwas. Jetzt habe ich 110 Erfahrungspunkte bekommen. Okay, dann ist vielleicht kaputt. Die beobachten. Sind meine Jungs auch tot oder schon? Aber guck mal, direkt sich gar nichts mehr da unten. Ja, mich so gescheitert. Oder? Beriert eure Niederlage. Speichervorgang, jetzt will ich es nicht speichern. Kann man machen, dann Xena. Aber was ist das jetzt für ein Müll gewesen? Warum kann ich jetzt nicht jetzt... Ich kann nicht neu laden oder irgendwas in der Art. Ja, verneustart einfach. Was ist los? Was ist für Geräusche? Guck mal, dass du eine Stunde Command & Conquer noch spielen kriegst. Da musst du ja schon im Voraus besiegen, weil sonst sterben die ja alle wieder. Das sind Männer da. Muss ja im Voraus machen, ne? Das wäre völlig in Ordnung. Machst du die Quest? Ist das für mich die Frage? Machst du die Quest mit dem Kaufmann? Ich weiß gar nicht, wovon geredet wird. Ja. Ich wollte das Kick jetzt gerne jetzt cool zu Ende bringen, oder was? Ich bin doch am Siegen hier. Keine Vasallen, keine Missionsfreunde mehr, nichts mehr da. Ey. Man kann es nicht neu starten, die Mission jetzt. Wie bei Dark Souls, wenn du Auer sagt, tack, hast. Ach nee, mich, so ist es nicht. Doch, da ist der Zwiebelritter aber auch tot zum Beispiel. Kannst du auch nochmal neu laden. Ach, so ein Dreck. Ja. Warum schießt er nicht mehr? Wir brauchen jetzt so lang zum Schießen, ey. Das ist unverwundbar, dachte ich. Sobald du in welcher Burg? Da hinten oder was drin dann? Also soll ich die weiter bekämpfen? Ach, ich kann einfach so cover. Die Tür ist auf da hinten. Kann ich die aufschießen oder was? Ey, er konnte doch gerade voll schnell schießen. Warum kann er das jetzt nicht mehr? Ich check das Spiel nicht. Jetzt ist auch irgendwie ein anderer Schuss, kann das sein? Irgendwas ist anders. Gegenüber von deinem Dorf, schreibt sie, ne? Am Anfang. Ich check's nicht gegenüber von meinem Dorf. Ich blick gar nichts. So als mir tut, aber. Das ist mein Dorf gewesen hier. Könntest du eigentlich auch da lang gehen? Lager, da war das. Was denn? Wo lang gehen? Was ist? Tu mal weiter rein, ne? Ich glaube, hier hat vorhin Edmund gemeint, dass da ein Stein ist, glaube ich, beim Rastlager. Warum kann ich da jetzt nicht hin teleportieren? Oh, das ist einfach so dumm. Ah, du bist ein bisschen von vorne machen, irgendwie jetzt, weil halt eben. Mach's doch. Geht doch nicht! Dann muss ich ja von 5 Stunden wieder weitermachen, oder was da war. Himmel. Und es ist so nervig, warum? Nee, ich kann ja jetzt kann ich ja reisen. Reise ich halt jetzt in den Scheißdreck. Da wollen wir hin, da wo Lila ist.
Aber im Aschendorf gab es doch keinen Stein, oder? Doch, Michaela, da gab es einen Stein. Da hast du doch zum allerersten Mal kennengelernt, die Vasallen. Da ist er doch. Ach so. Ja, hab's andere gehabt. Was war das jetzt? Da ist schon wieder einer drin, da. Letztes Mal hat der drin, ne? Jo, und Michi ist wieder da, okay. Der Rest ist lost. Speichert er wieder frech einfach. Ich gesehen ja und voll limmert. Ja, macht auch keinen Sinn, sich da irgendwie. Wir sind Zauberer, soll mitkommen. Das hat keinen Unterschied mehr. Das ist ja echt lächerlich. So schnell wollen wir uns von den neuen Vasallen eigentlich noch nicht treffen, ne? 19. So, jetzt reicht's, oder? Das macht keinen Spaß so. Da steckst du ja auch, wenn ich da. Ich hab den ja Waffen an Shit auch gegeben. Ja, genau. Ne? Drum. Das braucht man den alles gar nicht geben, weil sicher. Einmal weg und dann sind die weg irgendwie. Das ist voll dumm irgendwie. Ich kümmert mich jetzt gar nicht mehr, ob es mir gefallen oder nicht. Halter Maul. Also wenn die so leicht zu verlieren sind, dann habe ich auch keinen Bock drauf. Ich muss mir jetzt erstmal Shit verkaufen, dass ich leichter werde. Kannst du höchstens dein Hauptwasser hin, was reinstecken in die anderen T-Shirt wie vergänglich. Die sind sich voll traurig irgendwie. Ja. Jetzt klumpen, weiß ich nicht. Von Herstellung von Waffen und noch was. Gewicht ist wichtig. Was ist schwer? Kann ich nicht verlieren. Die Item von Vasallen sind im Lager, das verlierst du nicht. Und wo ist Lager-Admin? Pelter, Schild. Schild nutze ich auch nie, ey. Kann ich zwei. Ich glaube, ich nehme lieber zwei Waffen. Geht das auch? Kann ich zwei Waffen oder? Nehmen? Und trinken nicht vergessen. Warum? Lager kannst du im Gästehaus bearbeiten, ne? Was kann ich? Im Gästehaus ist das Lager. Kannst du dein Zeug auch ablegen, Chris? Ich hab so keinen Bock auf dieses Management-Scheiße hier irgendwie. Ich will einfach nur für Action kämpfen mal, ey. Das ganze Management hier nervt mich. Schwarzer Tee trinkt Melurchen. Trinkst du den pur Melurchen oder tust du da Milch rein oder Zitrone oder Zucker oder so? Xena, spielst du dann überhaupt einen Dragon's Dogma, wenn es dich auch verärgert hat? Oder spielst du trotzdem noch weiter? Stille Wasser, genau bei mir. Immer nur alles pur, war okay. Ich trinke pur, ich trinke meinen Tee auch immer pur, aber schwarzer Tee trinke ich nicht. Meistens grüner Tee oder Früchtetee. Gibt's da irgendwie Lager? Nein, nicht. Nein, nicht jetzt. Und dem Lagern, was ist denn mit dem Lagern, wenn ich entnehmen? Was kann ich denn, da muss ich ja auch ständig. Oh nee, ich bin gar nicht mehr geschafft für sowas. Zündstoff. Okay, das ist mein gerade Angriffsding, sehe ich gerade. Ein Zielkristall, wo ich hinreisen will, oder was? Hätte ich da vorne ein Zielkristall hinballern können? Wo die Golems sind? Ach so, kann sein, ja. Oh mein Gott, Steine, Alter. Der Shit weg.
ist einfach dumm irgendwie. Mein Gewicht ist immer noch schwer. Ich bin gerade bei Michaela. Warum mache ich den Michaela jetzt? Hä? Ruby und Ness? Achso, das sind die beiden anderen. Hä? Ich wollte mein Zeug eigentlich machen. Wo ist die? Da ist dein Zeug, Chris. Du hast dann auf RB gedrückt, dann kommst du ins Lager von den anderen Leuten. Mit Start packst du alles ins Lager. Was? Mit Start packst du alles ins Lager. Aber ich will auch nicht alles ins Lager. Was heißt alles? Schreib Admin, ne? Ich will ja auch Sachen behalten. Den Zielkristall zum Beispiel wäre jetzt sinnvoll gewesen. Wenn man es vorher gewusst hätte. Suchermittel, ja. Die schweren Sachen müssen halt weg. Keine Ahnung. So alte Rüstungen, oder? Rüstung ist gar nicht das Problem. Ich habe nichts mehr mit dem Kopf. Warum habe ich eigentlich nichts für den Kopf? Ich habe doch eine Kappe auf. Warum ist hier nichts? Warum ist hier nichts da? Du hast schon auf deinen Kopf und alles andere verkauft. Das kannst du doch ablegen, oder? Keine Ahnung. Den ganzen Shit ist nicht vergammelt. Ach, ich keine Ahnung, aber mich nervt dieses Menü. Scheißdreck hier. So, was machen wir jetzt? Kannst du wieder zurück teleportieren mit deinem Steinchen? Nee, ich kann nichts teleportieren. Ich muss jetzt wieder hinrennen. Den ganzen scheiß Kackweg. Was ist eigentlich Mission? Ja, die besetzte Festung. Reiß zurück nach Babla und sitz. Gran zu rennen. Du Scheitern. Ey, es kotzt mich an, dass es gescheitert ist. Das ist eine ekelhafte Scheiße, ey. Wo ist dieser Drecksreisestein jetzt da? Wo war der jetzt denn schon wieder? Oder war der bis einmalig? War das doch nur einmalig, dieser Reisestein? Boah, wenn man nichts weiß, ist das Spiel echt doch für den Arsch, ey. Also kein Reisestein. Muss ich jetzt nach Gran Zoren dumm laufen noch. Hä, das kann doch echt nicht sein. Dass es so schwerfällig und dumm ist. Nach da oben soll ich jetzt. Die großen Ding da. Großen Weg da. Ohne Reiter, ohne alles. Ey. Also das Spiel verliert mich jetzt heute, komischerweise. Ich verstehe nicht, wie der letzte Stream so cool gewesen sein kann und jetzt ist es so scheiße. Zielkristall. Ja, Zielkristall, damit setze ich einen Punkt. Damit setze ich doch einen Punkt als Kaisen eben. Den platziere ich irgendwo, damit ich irgendwo hinreisen kann. Den Reisestein von vorhin brauche ich. Den habe ich jetzt benutzt, um hierher zu kommen. Jetzt ist er weg. Das ist ja vergängliche Scheiße alles. Und die Arschlöcher nehmen auch Sachen auf, wo sie gar nicht machen sollen, wenn sie nur schwer werden. Ich will gar nicht, dass die alles looten. Geht auch nicht. Die werden nur schwer durch das scheiß Looten, durch automatische Looten. Hä, ich kann nicht, ich raff's nicht, ich hab keinen Bock. Jetzt wirklich da überall rumlaufen wieder, oder was? Und was ist hier? Jetzt ist einfach vorbei jetzt hier. Die ist tot, dead end, oder was? Scheint ja. Ja, muss ich aber hier nicht machen, Xena. Den Kristall brauche ich ja nicht. Da hätte ich ihn machen müssen, als ich hier war. Ich check's nicht, ey. Irgendwie macht's keinen Spaß. Jetzt laufen wir nach Gran Zoren, wieder dumm. Ewig lang. Wo war denn der letzte Checkpoint? Und er kann schon wieder hinter Penner. Du hast auch gerade eine Mission einblendet. Wieso? Was war jetzt schon wieder? Besiegt eure Feinde, hieß es gerade hier. Ist ja nix. So eine kleine Mission. Verstehe auch nicht, das ist komisch irgendwie. Nee, Alter. Ich bin auch völlig überfordert. Offensichtlich.
Das ist mir echt alle egal, ey. Was war das jetzt? Das war die komische Mini-Mission, die ich erzählt habe. Ey, es ist so random einfach. Und er kann immer noch nicht weit genug laufen, mein Geschmack, ey. Ich hatte jetzt gerade eine Massen an Momenten, wo ich denke, so ein Mist. Viele, viele Kritiken gerade jetzt. Also, das ist gar nicht mehr wieder gut zu machen. Mit irgendwelchen anderen Momenten. Wieso kann man nicht von Anfang an zu den großen Städten reisen? Ganz normal. Genau. Sind so dumme Seitendinger da oder was? Guck mal, komm an, kann nichts machen. Wenn damit immer gelevelt wäre. Stream weg, oh. Hast nix Stream weg, ist alles grün. Das war gerade rot Null. Was ist denn jetzt los? Ja, ich werd immer. Ich bin sterbe jetzt, warum ist der Bildschirm schwarz? Bring me out. Hä? Ich irgendwie Rauch wollte, die irgendwie die Nässe hat, glaube ich, irgendwas schwarzes Zauber oder so. Ich glaube, bescheuert, wenn du da auch nichts mehr siehst. Hä? Jetzt sieht man langsam wieder was, ein bisschen mehr. Selbst wenn die tot sind, kriegen die auch Erfahrungspunkte oder zu. Oh, du sollst das Augenklar vielleicht nehmen vorhin, oder? Das ist auch vernebelt, das sieht auch nichts. Schlicht wie. Das könnte euch auch gegen kommen. Okay, wow. Das hält auch nur auf, das sind solche Nebenquest-Geschisse. Ich kann ja einen Markierpunkt setzen, habe ich vorgelesen. Das ist oh mein Gott, nervt es. Ich kann auch nicht alles lesen, ich kriege nicht alles mit hier. Dass die Ausdauer nicht, ey. Die Ausdauer musst du unbedingt leveln irgendwie. Gar nicht hinterher.
Skizzier natürlich nicht weiter für mich. Chris, bevor du in die Höhle gehst, denk daran, all deine Begleiter an deine Lampe mit. Was denn überhaupt für eine Höhle? Ich sehe überhaupt gar keine Höhle kommen. Ich muss erstmal in die Kackstadt da drüben wieder rein. Jetzt geht's hier runter, wie komme ich da drüben wieder hoch? Kannst du nur mal eins höher gehen, Chris? Hey, so ein Müll, wirklich. Es kotzt mich an. Ewig durch die Welt zu laufen, das ist doch wieder. Das ist richtig Elden Ring, ist das. Und sogar auch noch ohne Pferd. Noch schlimmer. Man kann ja und er kann nicht rennen. Man kann auch, könnte ja mal wünschen, dass man sich immer zu den Vasallensteinen zumindest teleportiert. Ich denke nicht mal in eine Höhle. Ich habe nicht mal eine Höhle irgendwo im Blick. Ich habe erst 1000 andere Sachen zu erledigen hier. Jetzt kommt die scheiß ekelhafte Nacht wieder. Buschle bräuchten wir, genau. Er kann halt nicht rennen. Es macht keinen Spaß. Er hat nach wirklich ne, er hört sofort nach ein paar Metern auf. Wenn die Pilze im Inventar hast, nimm sie, Chris. Es, ich habe aber nicht wegen jedem Scheiß immer irgendwas aus dem Inventar rummachen. Jeden Kack muss ich machen, wenn ich im Inventar bin. Muss ich immer so machen. Ich habe keine Schnelltasten. Nichts, wo ich schnell was drauflegen kann. Dass man das schnell nehmen könnte aus dem Inventar. Man muss immer ins Kack-Inventar gehen. Nein, mache ich nicht. Aber jetzt bin ich auch schon wieder schwach. Inventar, falscher Knopf. Pilze. Ist doch dumm. Und die Vasallen sind auch nerven auch. Bleiben zurück und sterben da. So ein dummer Scheiß, wirklich. Ich weiß nicht, die ganze Zeit habe ich keine Probleme, aber jetzt fallen die Schwächen hier voll auf. Wenn die Pilze ausgehen, habe ich auch keine Ausdauer mehr. Also kann ich natürlich auch den ganzen Item-Scheiß verbraten hier. Da muss ich ewig suchen. Was ist jetzt Ausdauer? Da ist das mit Ausdauer. Alter, wirklich. Wie soll ich dazu... Ich hab schon wieder vergessen, was ich da eigentlich will in der Kackstadt. Du musst schon einen Tippen von deiner Niederlage berichten, ne? Das ist ja ein ewiges Rumgerenne. Oh, ich weiß nicht, aber die ersten drei Streams war es doch nicht das Problem. Ich verstehe es nicht. Ich konnte auch vor die Magierin, die neu die heilt uns auch gar nicht irgendwie. Kommt mir so vor. Schwierig. Das kann es doch nicht sein, dass es ja immer ewig durch die Gegend rennen muss. Sie lässt sich mit ihrer Michi Pilze sammeln, weil du in ein Gebiet kommst, die deutlich schwieriger sind. Hätte man dann erst mal eine Nebenmission machen, damit man stärker wird? Fick Nebenmission. Wenn es nicht möglich ist, dass auch nur eine Unnehmmission schafft, dann spiele ich es nicht mehr. Da unten ist der Kack-Troll wieder. Oder? Ja, sie verfolgen einen ewig durch. Die ganze Welt, ja, genau. Ja, und jetzt? Ernsthaft? Ist ja alles umsonst? Oh mein Gott, okay. Also hat mir das Spiel irgendwie verloren. Ich bin reingestartet mit dem Gedanken, geil, jetzt kämpfen wir gegen den Drachen. Der überhaupt gar nicht da war auch. Genau. War nur dieser eine Drache, der ziemlich stark war und dann halt hieß es... Habe ich den Arschloch ins Tor aufgemacht? Dann sterben die alle. Und meine Vasallen sind, dass die Vasallen einfach weg sind. Was soll ich jetzt machen?
Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, wo der Hauptweg ist. Ey. Irgendwie habe ich keine Lust mehr. Dann spielst du auch nicht mehr, Chris, wenn es dir keinen Spaß macht. Ja, wenn wir sollen wegsterben, hast du ja gesehen, dann bin ich aufgeschmissen. Und wenn ich aufgeschmissen bin, geht die Mission schlägt fehl. Und dann kann ich es vergessen. Dann kann man die Mission nicht nochmal neu starten. Weil das Speichersystem so beschissen ist. Ergo ist alles im Arsch, wenn die Vasallen weg sind. Ja. Und das Speichersystem so kacke ist. Wenn die Arschlöcher weg sind und ich schaff's, die Mission zu erfüllen, sind's, gut, dann kommen die wieder, dann kann ich mir neue suchen, aber das ist auch nichts Gescheites. Es ist nicht möglich, alle Missionen zu erfüllen. Ich hab das gelesen. Ich kann auch nicht 3 Stunden lang durch die Gegend rennen. Warum ist dieses Reiseding weg? Das kann's doch nicht sein. Seid ihr weiter wie ich? Habt ihr schon weitergespielt als ich? Wie macht man das? Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb will ich die Rollenspiele nicht spielen, weil es einfach ekliger Grind ist oder weil es einfach ewig lang dauert, wenn man Nebenmissionen machen muss. Zielkristall, was heißt das jetzt hier? Da kann man sich immer hin teleportieren, hast du dich vorhin hin teleportiert. Okay, dann ist es halt der Kreis, wo ich hin muss. Ja, okay. Aber den kann ich mir selber machen. Dann hätte ich mal da machen müssen. Aber es wird einem nicht erklärt, gescheit. Da müsste ich als Dark Souls-Spieler kennen, ja, trotzdem ist es irgendwie dumm, das jetzt so zu machen. Weil da kannst du wenigstens vernünftiges Speichersystem. Ja, stimmt. Da speichere ich einfach immer an den Bonfire. Den unendlichen Reisestein gefunden. Wo gibt's denn den? Das macht mir so keinen Spaß. Ich raff nicht, wie es die ersten 3 Stunden gut ging. Die ersten 3 Streams. Und wieso das jetzt so scheiße ist auf einmal. Also um die schere ich mich gar nicht mehr, ey. Da hätte ich die am liebsten auch gar nicht dabei, wenn die eh nichts bringen. Schau, die nehmen nur Sachen auf und sind dann schwer. Also vielleicht schon neues High-Item-Zeug, oder? Das nutze ich doch eh, wenn die das haben im Menü. Braucht nicht so mehr nichts. Die können sie doch übernehmen. Da muss ich ewig im Menü rumficken. Das ist doch auch scheiße. Scheiße so bei dem Spiel. Ist halt kacke bei dem Spiel. Fällt mir schwer dran zu bleiben, ganz ehrlich. Ich kann doch jetzt nicht da hochlaufen ewig lang. Was ist eure Meinung? Soll ich da jetzt hochlaufen oder nicht? Zu dem Scheißding und dem... Nur damit ich dem Bescheid sage, übrigens da unten ist alles schiefgelaufen. Das verlangt das Spiel von dir, leider. Aber du machst die andere Mission. Stay wary of the water's edge, lest you attract the brine. It will not stop until you are fully consumed. Und da habe ich auch gar keinen Bock, irgendwas aufzusammeln, wenn der immer schwer wird, die Kacke. Das ist ja das Schlimmste, die Ausdauer so oft, so ein riesen Land zu machen. Bei Dark Souls hast du wenigstens, wie gesagt, Schläuche und so weiter. Da kannst du nicht so, musst nicht über ewig die scheiß Landschaften laufen. Das ist ja das Elden Ring-eske hier, das ist ja furchtbar. Dann noch ohne Gaul. Entweder lauf den Weg oder wir wechseln das Spiel, schreibt Edmund. Ne? Ich wechsle kein Spiel mehr. Viel zu schlechte Stimmung für ein anderes Spiel. So beträgt sich nur aufs nächste Spiel dann. Fang jetzt kein neues Spiel mehr an. Machen eh nur noch eine halbe Stunde oder was. Aber das ist eine Müllsession gewesen heute. Eine richtige Müllsession gewesen.
Vor allem dachte ich, die Männer halten ein bisschen mehr aus, die können gar nicht sterben, dass wir da alles kaputt machen, dachte ich irgendwie. Jetzt sind wir wieder bei den Bastarden hier. Nein, will ich nicht machen. Kriegst einfach so aufs Auge gedrückt. Und dann kriegst du natürlich aufs Auge gedrückt, weil du es nicht machst. Dass nichts erklärt wird, kriegt man von Dark Souls, aber das ist einen so beeinträchtigt, die Scheiße dann auch. Und dann wird's Nacht auch noch, ey. Und in der Nacht ist immer alles so fick dunkel. Das stimmt. Und er kann nur 3 Meter laufen, ey. Das ist diese Rumrennerei, die ich nicht, dieses Grinden auch. Was heißt Grinden ist es ja nicht, aber trotzdem ist es ähnlich. Durch die scheiß Landschaft laufen und drum und dumm kämpfen und nix, keinen Fortschritt machen irgendwie. Du musst wieder oben über die Brücke, Chris, oder? Ja, wo ist denn die? Da oben links. Ich sehe nur Wölfe. Kann nicht mehr, kann nicht mehr. Maximal 5 Meter in echt, Entfernung, ey. Level 20. Wo kann man sich eigentlich aufleveln mit diesen anderen Sachen? Ging ja auch noch bei dem einen Typen in irgendeinem Dorf. Oh, nee. Ey, da laufst du 5-mal durch solche Dinger durch. Das kann doch nicht sein. Was soll das jetzt? Das will ich nicht sehen. Ich will vorankommen hier. Wo soll ich jetzt eigentlich entlang, damit ich nicht sterbe, so wie vorhin? Ich glaube, du musst da fast durch, oder? Damals hat sie doch auch mit dem Schlangenkopf da durchgelaufen auf den Weg, oder? Du musst halt die Böne Harpyne einfach töten, ne? Ha. Also ich fühle das Spiel gar nicht mehr. Du könntest euch mal zur Seite legen, weil haben wir da wieder Bock. Habe ich ja schon 3-mal gemacht, ich habe schon 5-mal angefangen, das Spiel, die ganze Zeit. Ich dachte, ich ziehe jetzt wenigstens mal durch hier. Aber wenn das so ein dummes Rumgelaufen ist durch die halbe Weltlandschaft, jedes Mal. Aber wenn du vorhin einen Ziegelstein da oben bei der Burg gelegt hättest, hättest du auch nichts gebracht, weil du hast ja keinen Zurückreisestein mehr. Hier runter irgendwie vernünftig, ne? Ja. Okay, ich bin unten. Du lebst schon, renn noch was, oder? Da bin ich vorne runtergefallen, glaube ich, aus der Szene. Ja, weil es hier auch nicht weitergeht. Noch einmal außen rum, glaube ich. Jetzt wird's Nacht. Gib mir Bonfires, bitte. Wenn ich Bonfires habe, wo ich hin teleportieren kann. Gibt's nicht mal hier. Gibt's hier nicht. Im Räuberwald war ich doch. Darf man noch einmal Wald? So, wir sind gleich da. Oder auch.
auch nicht. Ich glaube, ich weiß, ein langer Weg. Tut mir leid, Chris. Ja, für die Session dann den Spiel jetzt und so enttäuscht. Das war so unnötig jetzt. Ich hab so Bock auf den Drachen gehabt, jetzt auf den Kacklind, wo was da erzählt wurde. Genau. No. Also, wie du mich vorgeschaut hast heute. Endlich und endlich rennen. Who among you has seen the dragon? Who saw it? Und ich hätte auch keine Möglichkeit, immer einen Tag und Nacht zu wechseln. Das ist doch scheiße. Dass man auch immer erst in die Gaststätte muss. Da, fuck you. A shame the fortress could not be won back. It was a failure in our preparations. The men of the Hold sent word of your efforts. You have roused them mightily. Morale is a precious thing, as his grace would like agree. Pray take. Jetzt hab ich's doch erfüllt. Geld hast du auch gekriegt. Okay. Hä? So, das heißt, wir hätten es gar nicht schaffen können auch, oder was? Ach, das wird ja nichts erklärt hier. Das ist doch Müll. Und was ist jetzt der Hauptweg? Wo ist die rote, wo ist der rote Faden? Wo ist jetzt keine Nebenmission? Wo ist Hauptmission? Da, wo der... Ja, ne, das wird die andere Mission wird jetzt angezeigt. Die ich eh nicht haben wollte. Die Räuberhöhle. Die Räuberhöhle, ist so. Ah, vom Steffen wieder, genau. Oh, Entschuldigung, Chris. Es ist zum Ausrasten einfach alles. Warum haben da etwa seine Vasallen da Ausrufezeichen gehabt, Chris? Habt ihr eine Mission für uns? Ich hoffe, wenn wir Edwin nicht hätten, das ist doch auch scheiße eigentlich. Warum kann ich das Spiel von selbst nicht irgendwie signalisieren oder das sagen irgendwie? Ich verstehe es einfach nicht. Danke halt trotzdem dafür, Edmund. Danke, aber es Edmund. Ist einfach unzuverlässig, so eine scheiß Missionsgestaltung. Also, das waren die vielen Missionen, die wir alle haben. Ne? Ach so, ja. Ein Text in Ziffern, ne? Toll, das Spannendste war Fail. Ich habe wichtige Arbeit für dich, obwohl einige ist von einer weniger urgenten Natur. Die Aufgabe in Hand ist nur so ein Fall. Als ich mich um Arbeit zu finden, I came upon this slate. I know not its origin, nor its age, but the writing it bears is old. So old, our men could only read a few Wunde words. Drache, erweckte Herz. What little we know, all points to you. Best you should have it. If there's aught of import written there, we need to know. Your task is to find out. Hört euch in der Stadt um. Oh, das hasse auch mal, wie liebe ich auch. Ewige Rumgelaber in Stadt mit Leuten und so. Das ist alles so typisches Rollenspielzeug. Aber was sagen meine Vasallen? Die kann doch helfen hier. Kunsthändler, okay. Wo ist der andere? Wo wohnt der Kunsthändler? Ja. Ich will mit der Dings reden. Aber es ist Nacht. Okay, ich will erstmal Tag machen. Wo ist die scheiß Gaststätte? Wie war es beim Witcher? Kann man da nicht irgendwie Tag-Nacht machen, wann man will oder so? Ist der Tag-Nacht-Wechsel kacke jedes Mal. Ich
Ich kenne gar kein Spiel, wo man das beeinflussen kann. Da muss halt immer entweder schlafen oder ins Bonfire gehen. Das ist das umständlich, oder? Skyrim ging es immer, glaube ich. Okay. Aber dann macht es mir ja auch so dunkel, das Scheißspiel, wenn es Nacht ist. So, was ist hier? Warum ist er grün? Was hat er? Hilft er uns, oder? Ah, arisen, Sir. Nein, es ist eine neue Quest. This typically requires a rather involved procedure, but times are dire, and I wish the current residents they'll not hear you are my guest. Is it not the I am any rarities right then? Ich finde es auch noch irgendwas verkauft. Hast du, warum krieg ich dir angezeigt, wo der Kunsthändler ist? Vielleicht, oder? Kaprunnen, Jagdgilde. Oh. Handwerksviertel. Ich wollte einen Kringel haben. Gar gekriegt. Ah, das ist ein Ausgang. Aber da muss ich wohl hin. Hä, was ist jetzt hier? So, was sagt man das jetzt? Headman, sagt das. Nein, was, guck mal, das ist doch dumme Irreführung. Soll ich jetzt in der Innenstadt mich umhören? Blablub. Sie ist eigentlich in der Stadt hier. Die Mission ist aktiviert, oder? Aber sie schickt mich hier hin. Meditieren, ja? Beim Witcher. Dann kannst du auch immer machen, glaube ich. Krass, okay. Auf dem Marktplatz gibt's Gasse. Ja, das weiß ich wohl, aber ich wollte jetzt doch erstmal gucken, wo die Hauptquest jetzt weitergeht. Das ist so ein Diskrepanz. Die schickt mich in die Innenstadt, Kunsthändler, blablub. Und die Karte schickt mich raus. Also der Kringel ist doch immer das Missionsziel. Wo ist der Marktplatz? Ich finde hier gar nichts, ey. Ich kann ja auch nicht weiter rauszoomen. Ich kann nur näher reinzoomen. Ich kann nicht weiter rauszoomen. Ich kann die gesamte Karte nicht erblicken. Nur das. Oh, das ist auch schlecht, ja. Muss hier ewig rumfahren. Am Marktplatz oder wo könnte der Kunsthändler denn hocken? Brunnenplatz habe ich hier. Gasthaus. Ja, und jetzt? Kann ich mir auf der Community-Karte gucken hier, aber das ist auch dann laden falsch. In der Stadt musst du durch die Innenstadt laufen und dann findest du den. Schau, wie sie runtergreift ist. Ich muss erstmal hier überhaupt zurechtkommen, ey. Da, ehrlich doch. Wo ist denn das Ding jetzt? Hä? Dieser Gast. Nein, falsches Haus. Achso, okay, da wurde der Gast geschlossen. Hallo, einmal schlafen. I hear congratulations on. Have your pick. Any you like. What will it be today? Understood. Okay, jetzt ist Morgengrauen, okay. Ja, und jetzt gehe ich raus halt. Nee, du musst hier den Kunsthändler hier finden. Was soll ich finden? Den Kunsthändler. Xena hat dir irgendwas geschrieben, Chris. Du musst irgendwas... Da, der Rote da, oder? We don't deal in the like of Grim. We're in honest business. Those magic tomes are oft... Oi, there's a notion. Why not ask them more like to have it than honest folk like? Take all the time you like. So, ne, war hier ein rotes Ausrufezeichen, ne? Seltsam. Der scheiß Foliant ist auch aktiviert. Ach so, ah. Oh mein okay. Gott. Jetzt können wir wieder auf die Karte gucken, Chris. Ja, jetzt ist der Kringel auch nämlich woanders. Hab ich jetzt schon gesehen. Da ist nämlich der Kringel. Okay. Das ist, Eine kringelige Angelegenheit ist das. Leider nicht zum Lachen. Kringeln und Lachen. Ja, Edmund hat's geschrieben, aber ich hab jetzt auch nicht den Nerven zu gucken. Ja, habe ich gemacht. Krass, wie weit ihr schon seid, wie weit Kinder schon wieder ist. Die kennt das ja auch schon alles. Da, der Bastard. Steht im Dunkeln. Okay. Ich
Besucht den Fälscher. Okay. Kringel. Weiter unten müssen wir. Soll man eine Karte suchen, absuchen nach Kringeln? Da. Oh mein Gott. Du hast echt quer durch die Stadt gestückt. Das ist wie so ein, das ist wirklich wie so eine dreckige. Hol das, bring's dahin, Quest. So, das ist einfach dieses typische Rollenspiel. Standard. Gammelzeug da. Ich will ein bisschen killen, Mann. Was ist das für ein creepy? Da ist mir das Ding sympathischer gewesen, wo die ganzen Würmer aus dem Boden kamen, ey. Ach, die Mission, ne? Das war geil, wenigstens. Das war krass. Und da sind die Vasallen bei dir auch ja hinterhergeschickt worden. Das fand ich auch komisch, irgendwie. Oh, es ist entspannt, wenn man rennen kann immer, obwohl er so schnell ist er auch nicht. War es richtig überhaupt? Kannst du ja, ja? Das ist ein halbes Assassin's Creed hier auf jeden Fall. Fühlt sich auch ein bisschen an durch die Stadt laufen hier. Nur, dass er nicht so agil ist. Stimmt, er kann nicht die Wände hochklettern, ne? Schön außen rum gehen, ne? Ich habe auch kein Licht. Durch die graue Masse hier einfach durchrennen die ganze hier Zeit. Hier muss es irgendwo sein, Chris. Ja. Ancient writings? Aye, that's simple enough. What? Oh, you just want alt red? As I said, simple enough. So special. The rest is no script, friend. Just flourish. Like as not, it holds some secret meaning. I'm not one of them. I fear that I'm sure you'll find all you need. Fälschung anfertigen, okay. Alter, wie teuer ist das? Alter, ist echt voll teuer. I'm sure you'll find all you need. Der Typ ist mir suspekt. Ich suche weitere Hinweise. Oh nein, es gibt kein Kringel mehr. Kein Kringel mehr. Tja. Das heißt rumirren. Ich muss echt mal in jedes Haus reingehen, damit die Überschrift steht, dass du das auf der Karte markiert bekommst. Krass. Richtig alles entdeckt. Krass dumm. Ah ja, warte mal, sag mal. It is quite the intricate maze of passages. My kind are not speak to these people, and in time you'll build a bond of trust. Speak with the people. Hello. Can I help you? Hello. Then I. Hallo. Ist auch was Halle, oder? Ja, ja. Alter, wieso rennen die alle hier rum? So ein scheiß Riftstein bleiben da. Sind aber die, wo du teuer kaufen möchtest, aber auch was, Halle. Man hat einen schönen Mantel an, sieht aus wie ein Vogel. Sprich mit den Leuten, sagen sie. Sprich mit den Leuten, sind drei Vasallen jetzt gewesen. Sobald wo sind denn diese haben, Leute? Will ich nicht mit den Leuten reden, Chris. Das ist auch eine Vasallin bestimmt. Die Haupthäuser haben. Hat angezeigt. Ah, okay. Was? Wo die Haupthäuser werden. Was Haupthäuser? Angezeigt. Da haben wir schon gesprochen. Ne? Warum machen denn die so? Die haben noch einen Schutz. Die sind ja noch schick. Die labert es gleich wie vorhin. Was hat das gelbe Ding zu bedeuten? I'm sick of hearing people. How's a day fine? Ich hatte ja auch nichts Richtiges zu erzählen. Offenbar haben sie geschlossen. Hey. Was soll ich tun? Man kommt sich so verloren vor einfach. Ja. Der Kunsthändler verkauft Reisesteine.
Und wo ist der Kunsthändler? Da waren wir doch gerade. Ich sehe das. Da, Stein und sonst was. Ist die Kunsthändler Laden kaufen? Steht doch nichts da, was die ist. Auf der Karte müsste stehen, aber es ist doch Kunst, meiner Meinung nach. Gamelias Offizien. Keine Ahnung, was Offizien ist. Ist offensichtlich ein Waffenladen? Mhm. Muss doch Kunst sein hier, die Vase. Vasallengilde. Zielkristall. Sonst ist ja nichts mit Kunst. Ja, du musst die ganzen immer in die Häuser reingehen, dass es dir zeigt. Alter, welcher Mensch hat so viel Zeit? Ich fass es nicht. Da hängen Tiere am Ding. Kein Durchgang. Jetzt ist es. Das ist ein neuer Auftrag, Mission, wahrscheinlich, ja, oder? Genau. Oder? Ja, genau. Weiß man nicht. Mason, den kann man vom letzten Mal noch. Aber Reisestein hat die nicht gehabt. War wahrscheinlich die falsche. Was, Pizza? Eine, die ich gekauft habe. Ja. Ey, ich hasse das Rumgeirre, ist doch alles nicht spannend. Chris, der liegt bei dir auf Lagerverwaltung. Was? Was? Soll das heißen, ich hab den schon, oder was? Warte mal. Wo ist denn jetzt nochmal das Schlafen? Da war das Schlafen. Lagerverwaltung? Oh, immer springe ich immer aufs Dach hier. I fear great. Have your pick. Any you like. What will it be today? Hier ist angeblich der Reisestein. Da, guck mal! Liftstein? Was ist Liftstein? Ein Stein? Ewiger Reisestein! Wo kommt der her? Habe ich den abgelegt? Wieso ist der plötzlich da? Ein Stein, der den Anwender zurück zum Eingang der Insel Finstergram befördert. Kann nur im Innern des Labyrinths. Okay. Finstergram ist, glaube ich, DLC, soweit ich es mitbekommen habe. So. Was ist über? Ja. Okay. Wo ist der ewige Reisestein? War einfach im Lager. Einfach bei mir im Lager. Oh, keine Ahnung, dass ich den da, ob ich den da rein habe oder irgendwas. Oh mein Gott. Aber wenn ich gesehen habe, was ist denn das Stuff hier eigentlich? Wieso kriege ich Sachen ins Lager und kriege davon nichts mit? Neu, neu, neu. Was ist denn neu, neu, neu? Hä? Details. Ja, aber ich kriege wieder keine Vergleiche zu meinen aktuellen... Das sind schöne Klamotten, die man anziehen kann, oder? Ich kriege keinen Vergleich zu meinen aktuellen ausgerüsteten Sachen. Das ist schade, ja. Das ist doch, der, das ist doch von der Madeline da, Chris. Aber was soll ich damit jetzt machen? Hier, guck mal. Habe ich nichts gehabt? Geil. Wieso kriege ich Sachen ins Lager, ohne es zu wissen? Also den Reisegeschäft ist jetzt vorbei, oder? Ich kann das nicht verstehen. Guck mal. Plötzlich habe ich einen Haufen Zeug. Krass, vielleicht hast du es mal irgendwie eingesammelt und hast es immer ins Lager geschickt, vielleicht. Ach, komm on, ey. Also die, weiß ich, kommt auf das Kleid ran an, Xena, wie das aussieht, das Kleid. Ja? Ja. Hä? Wo? Im Ofen. Ich wollte sie zeigen. Ach so, du süße Maus. Im Ofen. Erwischt du die Dinger? Nein, Mama, ich wollte die jetzt nicht essen hier im Stream. Was ist denn los mit dir? Hä, willst du die jetzt gar nicht essen, ne? Ich wollte sie nur zeigen. Also dann schaut die wie der Backofen aus. Ja, bitte. Also muss ich mal aufzuklären, was hier gerade los ist. Ich habe Pizza gekauft, ne? Also Tiefkühlpizzen. Die sind ziemlich cool vom Design her, ne? Jetzt dachte ich, ich wollte so unterschwellig sagen, dass ich sie holen soll, dass wir sie euch mal zeigen können, ne? Was macht die mich? Ich stecke die Pizza in den Ofen.
Als ob ich jetzt Pizza essen will. Du bist hungrig. Du hast ja die Dark Arisen-Version, das kommt mit der DLC automatisch. Okay, gut. Jesus Maria. Heute klappt gar nichts. Wirklich, also. Und heute hab ich. Ich ist unfassbar. Heute hab ich einen freien Tag, ne? Schön von der Arbeit. Und heute klappt gar nichts. Also nicht nur hier im Stream, sondern grundsätzlich. Ach Gott, ey. Was ist das? Das ist ein richtig. Ein richtiger Conker's Bad Fur Day heute. So, ich habe jetzt wieder völlig verpeilt, was ich machen will. Ich habe jetzt einen Reisestein, okay, geil. Michi macht halt einen Top-Service, ja. Sie denkt richtig, ja, toll, aber trotzdem war es nicht mein Gedanke. An der Stelle hätte ich die jetzt gegessen. Chris, hast du deine Werte schon beim Händler? Hast du deine Werte schon beim Händler? Händler um die Ecke, was ist dein Händler um die Ecke? Ist das der Waffenschmied hier, oder was? Nee, ist jetzt wieder der. Wo ist denn der Waffenschmied hier? Der hier. Nee, verbessern, hier. Ja, ja. Hä? Ah, der verbessert meine Waffen, oder was? So, Michi, kommt mit den Sachen. Ist einer wieder eingewickelt im Foyer. Frag ich die Wisse, wer trinkt denn die? Heute habe ich Pizza gekauft. Und zwar die Turtles Pizza. Sieht man sogar ganz gut. Ja, das ist aber falsch, leider. Ist auch falsch. Ist komplett falsch. Aber das ist immer die gleiche Sorte. Dann habe ich noch die Verpackung gekauft. Und dann gab es nur eine, da sind diese ganz kindischen, jugendlichen Turtles drauf. Ich kann auch ein Bild noch schicken, ne? Genau. Die Sachen verbessern. Und es ist ja eine Green Double Paprio. Also, ich lese mal auf Deutsch. Pizza mit Gouda, schnittfesten Mozzarella, Pepperoni Salami und Mini Pepperoni Salami. Habe ich die jetzt ausgerüstet, diese Fingerklinge? Ja, ne? Man kann irgendwas gewinnen. Die fand ich halt am schönsten, weil die halt mit dem alten Design ist da. Aber da war halt nur. Ist nur Michelangelo drin. Oh, was ist das jetzt für eine? Das gleiche. Okay. Ballert die Fingerklinge jetzt hoch. Aber sieht ganz gut aus. Ich zeige euch mal. Aber warte mal, wer hat eine geilere Waffe? Weil die habe ich aus der Nische aufgemacht. Hier, die sieht doch eigentlich ganz lecky aus, oder? Aha, guck mal, ich habe sogar schon bessere Waffen. Krummschwert. Warte, der Chris will die essen. Dann will ich das auf. Oh, aber 22.000 ist viel. Aber es ist auch eine geilere Waffe. Krummschwert. Jetzt habe ich nicht ausrüstet. Jetzt riechst du schon voll nach Pizza. Dann ich halt die schon mal. Okay, dann Chris. Was? Dann ist halt erst die obere. Ja, aber nicht jetzt halt. Ups, ja, du hast Hunger, dachte ich mir. Nein. So, jetzt level ich die hoch. Für die Verwirrung, ach, dazu brauche ich die anderen. Wenn ich jetzt so ein Silbererz habe, ich jetzt gerade da anscheinend, ne? Aber wenn ich das jetzt im Lager habe, das Silbererz, zählt es dann auch oder muss ich aus dem Lager rausnehmen, damit ich es verbessern kann? Also die Items, die im Lager sind, muss ich die. Was ist jetzt los? Jetzt geht wieder irgendwas. Das weiß ich zum Beispiel auch nicht. Jetzt geht es aber nur mit Ding 2, ne? Was brauche ich für 3? Erforderliche Materialien, 16.300 habe ich nicht mehr, okay. Eisernes Klingenblatt, das habe ich zum Beispiel gar, auf jeden Fall. Fünfmal, das ist eine Menge Null. Mit Elding. Ja, ich sehe schon, was schon. Was hat, erstmal gucken, was die hat. Die hat einen Bogen, okay. Gibt es eine geile Waffe für die zum Kaufen, für einen Bogen zum Beispiel? Oh Mann, ey. Schon wieder umschalten auf RB für die anderen Charakter. Ah. Ja, da geht gar nichts. Hier, Waldbogen, der ist besser. Waldbogen halt. Waldbogen klingt lustig, ey. Ich finde, es wäre auch geiler, wenn das automatisch anziehen würde, gleich einen besseren Bogen. Mhm. Dass man das manuell dann immer noch machen muss hier, finde ich auch sau umständlich. Bei manchen Spielen fragen sich, willst du es gleich anziehen oder so? Ist wieder falsch gedrückt. Das ist auch wieder so lustig, in einem Karton oder so komisch. Jesus, ich check's nicht. Oh, Freunde, ich bin durch. Es ist eh 21 Uhr, mein Süßer. Jetzt wieder wechseln. Waldbogen. Toll, geht gar nichts. Ja, aber kein Geld mehr hab, wahrscheinlich. Toll.
Ja, habe ich aber 1000 Wasserenzianwurzel. Was das? Dafür brauchen wir. Aber jetzt wirklich die Frage: Muss ich den Scheiß in meinem aktuellen Menü haben zum Aufbessern oder reicht es, wenn es im Ding ist? Ich hab, hab die Pizza beim Discounter mit Enkel. Aber wenn ich sie im Lager habe, zählt es nicht. Das kommt auf das Spiel drauf an, ja. Schrei nicht so. Das ist Steffen schon wieder. Die alte Quasselbacke. Schreit er so? So, ich hab einen Kringel wieder. Ja, Kringel ist gut. Da oben, oder? Wo? Da. Ja, wo ist er? Los, zum Kringel. Hab ich den Zufall heute gesehen. Aber schon immer die gleiche Pizza. Wie komm ich jetzt da hin? Da durch, Süßer. Wozu durch? Da bin ich, jetzt bin ich hier oben. Ja, lauf durch. Na links. Folg mir. Trash me. Hihi. Links. So. Links, genau. Da oben auf. Und gleich sind wir da beim Kringel. Hey, Kringel, mal bleib stehen. Ja, klar, komm zu uns. Jawohl. Hey, nein, bleib stehen. Dragonport and Scar, is it? Does it have aught to do with that drawing? You know it, I. Hühnerburg, was? Nördliche Hauptstadt? He bears a scar across the heart. Auf der Brust. Reist zum. Wo ist der? Ah, raus aus der Butze. Oh mein Gott. Nein, bitte nicht irgendwo. Wo soll das sein? Die fucking. Yeah, neue Abenteuer. Wie soll ich da hin? Schön außen rum laufen. Ja, wo? Links kann man, glaube ich, auch raus, oder? Ja. Ah, oh, nix schon mal, Chris, oder? Ja. Die Michi verabschiedet sich jetzt. Ja, ich schau auch auf. Der Chris verabschiedet sich auch. 19 Uhr haben wir ja gemacht, ne? Ja. Am Sonntag. Weiß ich, stream schon Donnerstag. Also, morgen gibt's keinen Stream. Ja. Habt ihr Freizeit? Und was ich tue, vielleicht streamt der Chris am Samstag. Ja, ich mache am Samstag wahrscheinlich Trespasser. Schiss mit den Dinos. Und am Sonntag streamen Chris und ich wahrscheinlich auch. Und da spielen wir dann. Command & Conquer. Ja. Da spielen wir Command & Conquer, aber safe. Vielleicht sollten wir keinen unwünschten Stream mehr machen. Unglück heute. Hat er nichts damit zu tun? Das Spiel ist doch schuld. Hat heute nichts mit den Leuten zu tun. Die Gedichte waren so gut von Xena und Coco, ja, dass das Spiel schlechter geworden ist. Hatte damit alles nichts zu tun, ist doch alles okay, war doch alles gut, aber das heißt, tut super. Mir leid, dass das danke, lieber, so nochmal ein Herzchen für euch. Für eure Gedichte und Texte. Das war einer der schlechtesten Streams überhaupt, glaube ich, bisher. Also zählt mit zu den Top 10 fiesen Dark Souls Streams, die da auch waren, aber das war sehr unbefriedigend heute. Oh. Am Samstag Solo Trespasser, ja. Commander Conquer spielen wir da. Commander Conquer. Ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Auch bei diesem Negativ-Stream, den ich jetzt mal. Genau. Es geht halt mal hoch und nieder in Beziehungen, ja, heißt das. Auf jeden Fall, danke, dass ihr da wart. Dankeschön. Jetzt ist Donnerstag. Wünsche euch morgen einen schönen Freitag. Ich auch. Und dann geht's wieder Wochenende hier. Yeah. Und nächsten Dienstag ist Feiertag. Ich weiß nicht in allen Bundesländern, aber wenn ihr in Bayern seid, dann könnt ihr lächeln. Ich muss arbeiten. Ja gut, aber du bist ein Sonderling. Ja, kriegst du was Besonderes. Ja. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs dabei sein. Genau. Und dann bis Samstag, wenn ihr Bock habt, abends dann Trespasser, weiß ich nicht genau, schreibe ich dann in Discord. Dead Space 3 Vibes. Resident Evil Outbreak Vibes. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ja, es gibt halt eben richtige Arschlochspiele. Es tut mir leid, aber es gibt's manchmal. Also, dann gute Nacht. Gute Nacht, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.